ja. Hier ist der Stuppen. Willkommen zurück zu Infested Planet. Zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir ja eine Jagdmission gemacht erstmals, wo wir Nester und auch die Viecher, die Nester erstellen, erledigen mussten. Das lief schlecht. Das lief nicht wirklich gut. Wir haben die nicht so gekriegt. Erst am Ende, wo die keine Fluchtmöglichkeit mehr hatten. Und da waren die aber schon zu fünft auf so einem Punkt. Und da war es schwer, wieder reinzukommen. Aber am Ende haben wir es trotzdem geschafft. Aber gut wäre es nicht. Für die nächste muss ich mir mal anders überlegen. Irgendwie, wenn mir was einfällt. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung von dem Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir machen wieder Story weiter. Entschuldigung. Wir gehen immer in den Shop. Wir haben nichts mehr Neues hier, weil ich kann nur noch Sachen kaufen, die wir halt noch freigeschaltet haben. Wir haben, glaube ich, mittlerweile alles freigeschaltet. Können da immer ein ganzes Geld immer ausgeben. Statusfeld, also das billigste kaufen wir uns mal, 21.000 und 50.000. Dann haben wir nur noch den, das ist glaube ich der letzte, der uns fehlt. Insgesamt, glaube ich, aber wenn nicht, ist auch egal. Der kommt ganz schön teuer, also ein Buff, aber brauchen wir nicht. Wir machen nicht weiter mit der nächsten Story-Mission. Und zwar spielen wir diesmal Memento Mori für $45.000. Innerhalb der Story-Mission gibt es gar nicht so viel Geld, ne? Wenn man das Spiel auch spielen will, nur mit Story-Mission und dann entsprechend damit Sachen freischaltet. Muss man wirklich überlegen, im Laufe des Spiels, was man sich wirklich kauft. Also ohne die Wende müssen ist das ziemlich schwierig auf hohe Geldbeträge zu kommen. Das ist sicherlich was für eine Challenge oder so, ja, von wegen, nur die Story-Mission spielen und damit entsprechend den Tech-Tree benutzen. Aber brauchen wir nicht in diesem Let's Play hier, machen wir das nicht. Wir spielen Memento Mori. Memento Mori! Commander, the General has picked up and left for the deep caves a moment ago. I'm unsure of his stability at this point. His obsession with victory is putting us all in danger. Please follow his team and see where they went. So sieht's aus. Aha, der General hat jetzt entschieden, er macht alles auf eigene Faust. Er braucht unsere Hilfe nicht. Und ja, ich würde sagen, wir werden ihm das Gegenteil beweisen. Wir werden ihm unter die Arme greifen und entsprechend das machen, was er vorhat. Und ich würde sagen, ja, los geht's. December 25, 2145. Journal Entry. It is time to finish this interminable conflict. I remember my grandfather teaching me that war's intellect. How true that is. I have outmaneuvered the aliens and driven them into the deepest caves. The end must be near. I will kill the alien abomination time after time. Surely any organism capable of thought would have given up by now. If it appears again, I will kill it myself. Ja, der will auf eigene Faust alles erledigen. Ja, aber er braucht wohl unsere Hilfe, vermute ich. Weil sonst wären wir ja nicht hier. Und ich würde sagen, ja, los geht's. So. You're late, Rick. I'm about to finish off this disgusting, stinking creature. I should have done this in person a long time ago. 24 BPs. Was haben wir hier alles? Guardians. Defensive Towers are replaced with aggressive Guardian Defenders. Rust. Human structures become severely susceptible to poison attacks. Guardian Nest. Tough. Regenerating alien outposts with Guardians are periodically spawned by Hives. Proto Hives. Young Hives are periodically spawned. They produce random alien types on Tower Spawner. Alter, das ganze Programm. Ja. Tower Spawner, Hives periodically generate Spawner Aliens, Spawners create Towers when they die. Ja, also wirklich das volle Programm. Proto Hives, Guardian Nester, Tower Spawner, Guardians selbst natürlich, also alles dabei. Es ist ja. Eben keine Leute. Ach so.
You arrogant fool! Get your ass behind the desk where it belongs! Ja, die haben immer nur Truppen hier, wir haben ganz viel Geld. Nehmen wir mal einen Medical Pot. Wir nehmen auch einen Shotgunner. Einen Offizier nehmen wir auch. Können wir noch einen Flamer nehmen? Ja. Ganz, die ganze Gruppe. Yes! That for the last time, I hope! This is how it should be done, Drake! So. Watch out! Ambush! Wo kommen die denn her? Okay. Oh ja. Yeah. 12 Minuten. Was ist denn das hier? Was soll das hier werden? Okay, wir müssen mal hier zu dem Punkt, ne? So. Komm her. So, haben wir immer jemanden gesichert? Was ist denn hier los? Wir haben ein Problem. Survive until rescued. Das klingt, das könnte gar nicht so einfach sein. Vermute ich. Alter, nie los. Okay. So. Okay. So. Oh Gott, the general is dead. They've got him. Der war doch hier, ne? Naja. Wir haben ein paar Probleme. Was haben wir da? Wir sollten mal einen weiteren nehmen. Point lost. So. Okay. Haben wir weitere Punkte. Okay, wir müssen uns hier zurückziehen langsam, glaube ich. So. Komm her. Okay. So. Komm her. So. Wir sind aus. Warte jetzt. Huh. Okay. Können wir mal da hin. Reef Capture. So sieht's aus. So, den haben wir auch. Und den auch wieder da rausholen. Komm her. Ja, du gehst da jetzt hin. Komm her. Meine Güte. Recapture. Okay, das halten wir uns ja relativ gut hier. Wir müssen nur gucken, wo diese blöden Spawner sind. Wir haben 16 Stück. So. So. Okay. Okay, es bringt nichts, das zu erhalten. Da kommen zu viele. Wobei, es sind nur zwei, ne? Aber die ganzen Spawner, da kommen ja ganz viele Spawner angelaufen. Na, wie macht man das am besten? Okay, den haben wir immer wieder gesichert. Er kann auch keine Gebäude bauen. Weil wenn die immer vorrücken... Haben wir hier Geschütze? Ne, haben wir nicht. Das ist außerhalb der Reichweite, ne? Das ist ein bisschen blöde.
Marine, habe ich nur irgendeinen normalen Marine? Ja, hier. Ach ja, aber ich hab doch eure Fähigkeiten. Dann brauche ich das ja gar nicht. Ich hab ja Fähigkeiten, die können ja. Ach so, ich muss da doch hinlaufen. Aber es geht wohl doch, okay. So, jetzt muss ich nochmal gucken, kann ich hier irgendwas bauen? Ja, eine Flakkanone können wir bauen. Wer hilft dir? Tower Spawn Attack imminent. Ja, gut. Direkt hinter uns. Komm her. So. Komm schon. Okay. Da ist noch ein Ding drin. Da können wir ja noch rausholen da. Komm her. Vorhin los. Wir können ja nicht halten, das ist unmöglich. Wir können ja nicht halten, das ist nicht drin. Okay, zurückziehen, das bringt nichts. Ach du meine Güte. Na, machen wir jetzt hier, ich mache jetzt erstmal hier. Niefelder. Mehr. Ich baue jetzt ein paar Minenfelder auf, damit die da nicht mehr durchkommen. Lass unsere Verteidigungslinie hier werden. So. Okay. So, Minenfelder. Kommt ja alle raus, alle weg da. Das können wir nicht halten. Hang in there, Drake. I'm sending an evac chopper. Just hold out for a few minutes. Ach, da sind auch noch, die kriegen auch solche Dinger auch noch. Gut. Ja. Die auch noch rausholen? Komm her. Das kann nur helfen. So. Point lost. Ja, wie soll das denn halten, ey? Unfassbar. Unfassbar ist das. Ich könnte zwar so ein Dinger hinstellen, aber das bringt ja gar nichts. Oder könnte ich doch? Ja, warum nicht? Kann ich hier nicht mal hinstellen, solange wir ihn gebrauchen können, ne? Okay. Aber er kann über Berge schießen. Er kommt ja nicht rüber. Das war voll Verschwendung. Hätte ich das nicht wissen können. Ja. Dann bauen wir den mal hier hin und her. So, gucken wir da mal kurz raus. Okay. So.
So. So, hinweg. Der will dahin. Wenn wir mal einen Empfang nehmen. Wo ist eigentlich mein Ding jetzt abgeblieben? Mein MIDI-Teil. Mein MIDI-Pod. Ist auch kaputt. Naja, ist halt so. Ah, haben wir noch? Cluster-Bomben, einfach mal rein. So. Komm schon. So, der ist weg. Okay. Okay, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Der kommt nicht mehr zurück. Ja. Der muss leider geopfert werden. Ja, das sieht nicht so übel. Das sieht nicht so angenehm aus. Okay. Ja, haben wir auch verteidigt. Also, dieser Flakkanone kann da alles abhalten erstmal. So. So, haben wir auch. Guardian Nest imminent. Point lost. Ach, den Punkt haben wir jetzt verloren, ne? Scheiße. Okay. Okay. Holen wir sie mal hier mal raus. So. Ach du Scheiße! Hinter uns ist sie gebrochen! Okay, zurückziehen, sofort. Verdammter Mist, ey! Ja, nehmen wir noch mit. Okay. Ach du Scheiße. Alter, was machen wir denn jetzt hier? Huh. Hab keine Leute mehr. So sieht's aus. Okay. Das ist keine gute Idee, Leute, nur mit Minenfeldern zu arbeiten, aber naja. So. Okay, komm her. Weg mit dir. This one's going to be awful, close squad.
If we get out of this, I'm buying everyone around. Ja, das wäre eine coole Idee, glaube ich. Ja. So. Komm schon. Ach das. Ein weiteres Minenfeld und zwar. Ja, direkt dahin, wo die dann immer langlaufen wollen, ha? Huh? Ja. Nein, das war falsch platziert. Das ist natürlich echt peinlich. Das hätte ich doch, da war die Blutlache, wenn die nicht gesehen. So, komm her. So. Drückt sie hinter der Linie. So. Oh Mann, hier geht's nur ums Überleben. Survive is everything. So. Und lost, klar. Da gibt es noch weitere Punkte. Was, wie ist der da durchgekommen? Alle rein, alle drauf da. So. Und weg damit. Denn auch. Oh, meine Güte. Den auch noch. Okay. Ach du Scheiße. Zwei Minuten noch. Oh, das wird wohl echt eng, hä? Ich könnte noch ein Minenfeld bauen. Hier ist nämlich noch ein Loch. Oh. Okay. The airbag is almost there, Commander. Just a little bit longer. 2 Minuten. Und es hat sich irgendwie so angesammelt hier. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Splitter spawn. Range splitter aliens will now attack your positions. After losing a point, aliens counterattack with remaining speed. Carapace towers go a hard exoskeleton barrier to protect themselves. And hive spit. When a hive reaches 50% health, it spit out a toxic bomb. Na, danke schön. Schon. Komm schon. Okay, die kommen noch hier durch. Komm her. Schon. Ach, 3 Sekunden. Point lost, verdammt.
Wenn überrannt, wenn überrannt. Hab keine Chance hier. Vielleicht überlebe ich das irgendwie noch, aber. Ich bin doch ein Held, ich hätte die einsetzen müssen. Hab gar keine Munition mehr, na klar. Komm her, Munition holen. Mein da. Jetzt vielleicht. The birds are here, Scott. Hop on, let's get out of here. Mission one. Oh. Haben es geschafft. Wir haben noch eine zweite Errungenschaft freigeschaltet. Dass wir zwei Punkte halten müssen. Wir haben den gerade noch rechtzeitig gehalten. Ja, 7 Nester erledigt. 243 Türme zerstört. 21.000 Aliens getötet. 59 Soldaten verloren. 40 Strukturen verloren. Boah, wir hatten aber keine Chance, ey, das zu halten. Unmöglich. Aber haben es geschafft, rauszukommen rechtzeitig. Puh, das war knapp. 50.000 haben wir uns redlich verdient und einen ordentlichen Drink. Boah, das war schwierig, aber am Ende zählt der Sieg. Also, dass wir es geschafft haben. Ein Sieg war es ja gar nicht, aber wir sind heile, wir leben noch. Das ist also der Sieg. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Denkt wie meine Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke für die Informationen über neue Videos. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.